Donnerwetter, das ist aber ein amerikanisches Tempo. Naja, das sind ja auch Amerikaner, aber es war wohl ein bisschen zu hastig. Also zurück, aha, 3 Kilometer noch bis Krähwinkel, rechts einbiegen, Blumen für die Braut, Clark, so heißt der größere von beiden, springt aus dem Jeep und läuft in den Laden. Sein Bruder Jimmy guckt von draußen zu. Ah, da kommt er schon zurück. 2 Brüder, 2 Sträuße, der kleinere für den kleinen. Und weiter geht's. Ja, ja, das sind lausige Zeiten. Siehst du denn die Ochsen nicht, Menschenskind? Also Clarks und Jimmys Zeit ist um in Krähwinkel, ist um in Deutschland, im guten alten Germany. Und darum wollen sie sich verabschieden. Clark greift seine Blumen, stürzt mit langen Schritten auf eine Haustür zu, klopft, beriecht die Dinger nochmal. Bitte, nee, ich habe das Gefühl, der wollte jemand ganz anders besuchen. Ja, ja, aber Vater Merzheim weiß Bescheid. Und die Post, die da eben gekommen ist, auch. Ach, vielleicht lesen Sie mal selbst. Das Wetter ist wunderbar, wir schwimmen jeden Tag. In liebe Susi? Ja, das verändert freilich die Lage. Jimmy will sich inzwischen vis-à-vis von seiner reizenden Eva verabschieden. Und da kommt sie, bitte. Oh, ah, Irrtum, Irrtum. Frau Apotheker aber scheint was ganz Spezielles für Jimmy in petto zu haben. Wahrscheinlich eine bittere Pille. Ah, da ist sie schon. Da ist die Pille. Die Karte. Lesen Sie doch mal. Der Urlaub ist himmlisch, dir und Papi alles Liebe, Eva. Ja, das verändert freilich die Lage. Bedauere, mein Herr. Adieu. Das war deutlich. Amerika hat eine Schlacht verloren. Rückzug auf der ganzen Linie. Blumen offeriert, Körbe erhalten. Aber sie tragen es mit Anstand. Naja, sind ja Amerikaner. Jeder Zoll 2 Sieger, verlassen sie die Städte ihrer kühnen Träume. Jetzt kann nur noch eine Idee helfen. Eine weltumstürzende, eine atemberaubende, eine echt amerikanische Idee. Das private Ziel von Clark und Jimmy steht fest. Zurück zu den Girls in Europa. Ja, sehr eilig haben sie es nicht. Eigentlich wollen sie gar nicht fort aus diesem damned old Germany. Dieser Stopp kommt gerade richtig. Und mit dem Stichwort Mädchen fällt die Schranke. Und der Groschen auch. Ein letzter tiefer Atemzug in Germany. Und dann aber, Boys, hinüber nach Amerika und möglichst schnell zurück nach Deutschland. Und während nun der Krähwinkel-Express Wagen um Wagen an den zersägten Nerven der beiden vorüberdonnert, kommt Ihnen die phänomenale Idee, die eben nur 2 Sonny Boys aus USA einfallen kann. Mit der Schranke geht Ihnen ein Licht auf. Nee, keinen Schritt weiter. Diese Idee erfordert Vorbereitung. Clark und Jimmy werfen ihren Wagen herum und im großen Bogen schert der Jeep in die andere Richtung. Und schon in 5 Minuten landen beide wieder auf dem Marktplatz von Krähwinkel. Sagte ich das schon? Einer Stadt, irgendwo in Deutschland. Aber was soll denn nun wieder dieser Unfug? Schreitet denn da keiner ein? Doch! Einer schreitet für Deutschland. Polizeipräsident AD von Reckwitz. Auf Amis nicht sonderlich gut zu sprechen, der gute Reckwitz. Ein bisschen kurz angebunden haben und Reckwitz denkt, na, die soll mich mal und geht weiter. Aber nun im Ernst, was soll denn das, Jimmy? Wollen die vielleicht Krähwinkel kaufen? Der eine nimmt Maß und der andere fotografiert da. Ein bisschen sonderbar, die Herren, naja, sind ja Amerikaner. Aber so schnell sie gekommen sind, so schnell hauen sie auch wieder ab, die Boys aus Übersee. Jeden Tag kam der Krähwinkel-Express, jeden Tag, Monat um Monat, und nichts geschah. Aber eines Tages, ungefähr ein Jahr später, herzlich willkommen. Nein, so etwas.
Toni Wagner. Das alte Krewinkel erlaubt sich, Kraft seiner tausendjährigen Geschichte, Sie durch mich auf das Herzlichste willkommen zu heißen. Sie haben durch Ihr kühnes Verhalten dem Namen Krewinkel wieder neuen Glanz gegeben. Ganz Amerika, darüber hinaus ganz Krewinkel, hat an Ihrem Schicksal teilgenommen. Wie einst der gefesselte Simson, so haben Sie sich aus den Ketten der Gefangenschaft gelöst und sind somit zum Vorbild für, naja, also eben zum Vorbild geworden. Und um diese Leistung zu würdigen, erlaubt sich Krewinkel, Sie, mein lieber Toni Wagner, am kommenden Samstag um 8 Uhr zu einem kleinen Begrüßungsabend in den Gasthof zum Goldenen Löwen herzlichst einzuladen. Vorerst aber mögen diese Blumen, ein schlichter Gruß unserer geliebten Vaterstadt sein. Na, hier die Blumen. Ach so, danke. Guten Tag, Susi. Guten Tag, Toni. Na, dann komm mal, mein Junge. Musik! Alten, angestammten Platz, na, mein lieber Junge. Na? Tja, das ist der Kellerkönig. So, so mein lieber nun erzähl Junge. Mal. Brötchen, halt dich zurück. Ja. Eins nach dem anderen, nicht? Lass ihn mal sprechen. Ja. Was hast du denn nun so gemacht in Amerika? Blödsinn. Ah. 1945. Da bin ich da bei irgendeiner unpassenden Gelegenheit aus dem Lager einfach ausgekniffen. Na, es war wohl nicht auszuhalten bei denen da, nicht? Ach, so schlimm war es gar nicht. Aber wo ich nun schon mal drüben war, da wollte ich noch ein bisschen was davon haben. Na, und schließlich war ich ja kein gelernter Gefangener. Ja. Na. Ebchen hatte ich zurück. Ne? Das Dumme war nur, ich konnte euch nicht mehr schreiben wegen der Zensur. Hätten Sie mich ja erwischt. Ja, natürlich. Weißt du, Toni, wir haben doch mal hier einen Bekannten getroffen. Und Trutchen. Lass ihn doch mal erzählen, ne? Schließlich war er ja drüben. Na, und da wurden die Lager dann langsam aufgelöst und die Kameraden, die drin geblieben waren, fuhren alle gemütlich nach Hause und ich saß da mit meiner Freiheit und konnte nicht mehr zurück. Na, ich hatte ja keine Papiere. Nein, ist dir schlecht gegangen? Sicher. Nicht? Ach, das gerade nicht. So. Aber stell dir vor, da sitzt du nun drüben in Amerika, unter falschen Namen, jeden Augenblick kann alles rauskommen und dann natürlich auch das Heimweh. Ja, ja, ja. Mein lieber Junge, wir wollen nicht viele Worte machen. Ne? Was Mutter und ich gefühlt haben, nicht wahr, Gertrud? Und deine liebe Schwester, ja, und dann nicht zuletzt die Sorge. Ach du, lass mal gut sein, Rudi. Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Prost. Ja, schließlich habe ich mir gedacht, es hat doch alles keinen Zweck und habe ich mich gemeldet. Das war sehr vernünftig. Ehrlich wird am längsten. Ja, das stimmt. Bei mir auf jeden Fall hat es am längsten gewährt. Da fällt mir ein, was wirst du denn anziehen zu deinem Ehrenabend im Goldenen Löwen? Anziehen, wieso? Ja, Toni müsste doch eigentlich einen dunklen Anzug haben, nicht, Vater? Ja, er soll nämlich eine Auszeichnung. Auszeichnung? Oh, halt dich zurück. Ne, da kann ich ja meinen Konfirmationsanzug anziehen.
Der muss doch noch da sein. Ja, da ist er schon. Ach, ich bin nur gespannt, ob du da noch reinkommen wirst. Na, erlaube mal. Das ist der letzte amerikanische Schrei. Ärmel kurz, Hose kurz, enge Taille. Ich werde überhaupt sagen, den habe ich von drüben mitgebracht. Wer ist denn das? Eine Art Bing Crosby für Anfänger? Das ist Jimmy. Du, den hättest du kennenlernen sollen. Der war sehr nett. So. Mhm. Hat er denn auch was gefangen? Ach wo. Der zog immer los mit den neuesten amerikanischen Patentangeln, aber gefangen hat er nie was. So, na Gott sei Dank. Ich dachte schon, du hättest angebissen. Sprich nicht so hässlich. Und wer ist der Cowboy? Das ist bloß sein Bruder Clark. Ist der vielleicht mit einem Lasso durch Drehwinkel geritten? Wie man's nimmt. Toni, du bist gerettet. Der Clark hat doch beim Schneider Lütgen einen Anzug. Hier ein Stich. Und bitte. Da ein Stich. So. Der Anzug passt, als ob er für Sie gemacht wäre. Wissen Sie, das muss auch so sein. Wenn man einen Anzug nicht einfach schneidert, sondern ihn von innen heraus erfüllt, dann passt er fast für jede Figur. Aber hier in Krehwinkel, hier versteht mich ja sowieso kein Mensch. Es gibt eben in jedem Beruf Handwerker und Künstler. Nun bitte, womit ich nicht sagen will, dass ich... Natürlich will ich arbeiten und dafür bezahlt werden. Aber schließlich will ich auch wissen, dass mein Werk lebt. Sehen Sie, der Anzug, den Sie jetzt gerade anhaben und den ich jetzt ausziehe. Der Herr hat ihn bestellt, der Herr hat ihn bezahlt. Aber bitte, was habe ich davon? Ein Jahr warte ich vergeblich, dass der Anzug auch getragen wird. Was tut der Herr? Ist noch ein bisschen kühl. Der Herr fährt einfach ab nach Amerika. Bitte schön, einen Moment. Geh mal da weg, mein Kind. Hier ist er. Sieht natürlich ganz anders aus als Sie. Mehr ein Außenmensch, möchte ich sagen. Sie sind mehr ein Innenmensch, möchte ich sagen. Trotzdem passt Ihnen der Anzug von außen wie angegossen. Wie kommt denn der zu Vater Merzheim? Ach, wissen Sie, darüber möchte ich nicht sehr gern sprechen. Ich sage mir immer, was mich nichts angeht, naja, das sage ich mir eben immer. Wissen Sie, ich bin von Haus aus etwas einsilbig. Das hat man mir schon oft zum Vorwurf gemacht. Trotzdem allerdings soll ja der Herr Clark ein Auge auf Fräulein Susi geworfen haben. Ob sie allerdings auch ein Auge auf ihn geworfen hat, das weiß ich nicht. Ich kümmere mich nie um andere Leute Angelegenheiten. Das ist überhaupt mein Prinzip. Aber sie waren viel zusammen. Wer ist denn der andere? Das ist Jimmy, sein kleinerer Bruder. Aber von dem müsste doch Ihre Schwester Ihnen ausführlich erzählt haben. Nicht direkt. Also, na ja, dann will ich natürlich auch nichts sagen. Bitte schön, darf ich bitten? Bitte sehr. Ich bin schließlich ein Modeschöpfer. Alles andere geht mich nichts an. Und wissen Sie, wir haben ja auch schließlich unsere Berufsgeheimnisse. Genau wie die Herren Apotheker. Ah, der Toni. Das habe ich mir gedacht, dass du kommst. Aber das ist doch selbstverständlich. Der erste Gang ist natürlich zu Vater Merzheim. Eben, eben. Es ist rührend, wie du an mir hängst. Da, Toni. Setz dich. Na, wie geht's denn, Vater Merzheim? Mir? Danke. Bin recht zufrieden. Und was macht die Arbeit? Was? Du interessierst dich für meine Arbeit? So, so. Na ja, Gott nicht. Mach immer noch Spieluhren, wie du siehst. Da. Und hier. Ich weiß nicht, ob du die da schon kennst. Aber ja, Susi und ich haben doch früher immer bei den Zwergen die roten Zipfelmützen draufgemalt. Ach ja, stimmt. Stimmt, natürlich, ja, ja. Du bist doch ein verlogenes Rindvieh. Geh doch zu Susi, du blöder Kerl. Und mach einem alten Balli vor, dass du seinetwegen gekommen bist. Marsch! Donnerwetter, du bist Lehrerin, Köchin, Waschfrau, was bist du noch alles? Sängerin im Kirchenchor. Darf es mal an, kannst auch was tun. Na, dass so ein Prachtexemplar noch nicht verheiratet ist? Da kannst du eben sehen, was die männlichen Bewohner von Krehwinkel für Stiesel sind.
Anwesende natürlich ausgeschlossen, weil sie ja abwesend waren. Na, und die inzwischen Anwesenden? So ein Cowboy aus Texas zum Beispiel? Ach. Weißt du, Susi, ich glaube, es war ganz gut, dass ich mir mal ein bisschen die Welt angesehen habe. Da sieht man nämlich, dass die Leute viele Wege kennen, um glücklich zu werden. Und dann lernt man auch, dass es das Wichtigste ist, dass man jemanden hat, zu dem man gehört. Bist du ein Philosoph geworden? Nein, gar nicht. Aber ich habe viel Zeit in der Fremde gehabt zum Nachdenken. Ach, und was hat dir am meisten Kopfzerbrechen gemacht? Eine Frage, die du mir noch nicht beantwortet hast. Du hast mich auch noch gar nicht gefragt. Bitte sei so gut und häng das mal auf. Du, das ist kein Amerikaner. Das ist Vaters bestes Hemd. Susi? Ja, was denn? Jetzt, möchte ich dich mal was fragen. Jetzt warte einen Moment, ich muss das aufhängen. Aber das hat doch Zeit. Ist denn deine Frage so eilig? Ja. Du dummer Kerl. So, jetzt kannst du mich fragen. Wie war das eigentlich mit dem... Na, du weißt schon wen. Ach, mit Clark? Mhm. Wie meinst du das? Hast du ihn gern gehabt? Ja, ich mochte ihn sehr gern leiden. Warst du viel mit ihm zusammen? Ja. Na und? Wollte er dich heiraten? Er schon. Aber? Na, weißt du, er war ein so netter Kerl, aber... Schreibst du ihm noch? Also, Toni, nun hör doch schon auf. Das ist doch ewig her. Nie im Leben kommt er wieder zurück. Unser alter Freund, der Craywinkle Express. Mein lieber Toni Wagner. Wie einst der gefesselte Simson, so haben Sie alles durchbrochen, was ich Ihnen in den Weg stellte. Ganz Craywinkle ist heute auf den Beinen, um dabei zu sein, wenn Ihnen diese Nadel, die Ehrennadel von Craywinkle, an die Brust geheftet wird. Die Nadel... An eine Brust, die unter dieser Nadel stolz geschwellt die Luft der treuen Heimat wieder atmen darf. Pack aus! Was? Hallo, Susie! Oh, Clark! Hallo, Clark! Hallo, Ava! Ist Jimmy auch da? Ja, der sitzt doch draußen im Wagen. Wunderbar. Jimmy! Eva! Jimmy! Du! Herr Wagner, ich habe eine Bitte an Sie. Würden Sie bitte Ihren Anzug ausziehen? Was? Sofort? Hier? Warum? Nein,
Nicht hier, aber bitte sofort. Mein künstlerisches Gewissen erlaubt es mir nicht, dass Sie in einem Anzug herumlaufen, den ich für einen anderen Herrn gestaltet habe. Und der Herr ist hier, der Herr ist dort, der da. Bitte schön, ja? Jimmy, gib mal das Kofferradio her. Ja, hier. Hep. Meine Damen und Herren, erlauben Sie, dass wir mal ein bisschen Musik machen auf unsere Art. Ihr braucht da so ein großes Podium für 3 Mann Musik. Hier in diesem kleinen Kasten habe ich 60 Mann. Toni! Weiß nicht, ich glaube, der ist an die frische Luft gegangen. Putin, halt dich zurück. Wo ist denn Evchen? Weiß ich auch nicht, glaube, ist auch an die frische Luft gegangen. Ist ja merkwürdig. Ich weiß bloß nicht, warum die beiden plötzlich so viel frische Luft nötig haben. Da wollen wir doch mal nachsehen. Ja, bitte. Twenty-three hours. This is AFN Munich, the American Forces Network. Mr. Henry Ford bringt Ihnen die 5. Sinfonie von Beethoven. Oh, das ist schade. Henry Ford macht sehr gute Autos, aber leider ganz schlechte Musik. Wollen wir mal ein bisschen rumfahren? Oh ja. An der frischen Luft ist er auch nicht. Im Übrigen haben wir für Krawinkel große geschäftliche Pläne. Ich glaube, es wird hier gewaltige Umwälzungen geben für Sie alle. Ob die hier nach Öl bohren wollen? Öl? Uran vermutlich. Ich habe gehört, Krawinkel soll Atomstadt werden. Gott, Kurtchen, es ist vielleicht doch ein Fehler, dass wir unseren Schrebergarten verkauft haben. Ich habe die Absicht, ganz Krawinkel bekannt zu machen mit meinen Plänen. In einer öffentlichen Versammlung. Aber wir bringen nicht nur Pläne, wir sind mit der festen Absicht hergekommen, diese Pläne auch zu verwirklichen. Und Sie werden auch sehen, dass... Wo ist Susie? Ja, sie war doch eben noch da. Susie! Eva! Eva! Wiebel! Wiebel! Ist meine Tochter hier vorbeigekommen? Nicht, dass ich wüsste. Wenn Sie sie sehen, ich lasse ihr sagen, sie soll sofort nach Hause kommen. Aber ich werde sie nicht sehen. Warum denn nicht? Weil ich schon im Bett liege. Ich denke, Sie gucken aus dem Fenster. Das täuscht. Gute Nacht, Jimmy. Und wann können wir uns wiedersehen? Komm morgen früh in die Apotheke. Wenn aber dein Vater da ist? Dann hast du eben wieder Zahnschmerzen, du weißt doch. Es wird ihm vielleicht doch einmal auffallen. Ich kann auch nicht immer zu Zahnschmerzen haben. Dann hast du eben die Masern. Oder Kopfschmerzen. Oder die Haare fallen dir aus. Wenn du mich liebst, dann wird dir schon was einfallen. Sag mal, hast du meinen Toni gesehen? Nein. Aber hast du eine Ahnung, wo meine Susi hingelaufen ist? Nein, aber wenn du meine Eva siehst, dann sage ich, sie möchte sofort, aber sofort möchte ich nach Hause kommen. Ach, Mr. Merzheim. Wissen Sie, wo Susi ist? Nein, ich suche sie ja selber. Oder haben Sie vielleicht Jimmy gesehen? Welchen Jimmy? Jimmy, meinen Bruder. Ach, der ist auch hier? Ja. Nein, dann habe ich schon eher die Susi gesehen. Aber wenn Sie Jimmy treffen, dann fragen Sie ihn doch, ob er Evchen gesehen hat. Ihr Vater hat nämlich eben den Toni gesucht, um ihn zu fragen, ob er Evchen gesehen hat. Jawohl, Mr. Merzheim. Toni? Wer ist Toni? Na, Toni, was haben Sie eigentlich die ganze Zeit gemacht? Haben mich nur umgezogen. Was denn? Die ganzen 6 Jahre in Amerika haben Sie umgezogen? Nein, jetzt nur eben. Mir
Mir ist es ganz gut gegangen. Und Sie? Sind Sie seit damals immer noch Bürgermeister? Noch ist gut. Schon wieder. Ich bin schon wieder Bürgermeister. Ja, er ist sogar schon wieder noch wie lange Bürgermeister. In ein paar Wochen sind nämlich Neuwahlen und wir von der Opposition sind sehr am Wühlen. Er denkt, wir machen Spaß. Wen sucht ihr beide denn eigentlich? Ach, niemand besonders. Na, wir suchen so im Allgemeinen. Wir suchen, nicht? Wird wohl schon weggegangen sein, ne? Ja, alle negativen Anzeichen scheinen positiv dafür zu sprechen. Hallo, Clark. Ah, wo willst du hin? Nach Hause. Schlafen. Ich bin müde. Komm raus. Was? Warum soll ich raus? Was ist los mit dir? Hier, nimm das. Wozu? Ich erkläre dir alles später. Du erklärst mir alles später? Hey! Hallo, Susie. Clark, was machst du denn hier? Och, ich hab dich gesucht. Schau mal her, das ist eine großartige Erfindung. Sieht aus wie ein Feuerzeug, aber in Wirklichkeit kann man damit feststellen, wo das Mädchen ist, das man liebt. Neuestes amerikanisches Patent. Warum bist du mir denn weggelaufen? Ich bin nicht von dir weggelaufen, Clark. Ich warte hier auf jemand. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Jemand. Schau, Susi, ich habe eine Reise gemacht von vielen tausend Kilometern, nur um dich zu sehen. Willst du mir nicht entgegenkommen? Einen halben Meter? Guten Abend. Störe ich? Toni. Susi, tu mir einen Gefallen. Ja, was denn? Ich habe hier noch eine Verabredung. Wenn sie kommt, sage ich, bin zu müde. Guten Abend. Guten Abend. Aber Toni. Was hat er denn? Toni! Soll ich dich nach Hause bringen? Nein, lass. Hey, was machst du denn? Ich geschlafen. Und wer klebt die Plakate an? Du. Ich? Mhm. Ich muss meine Rede üben für morgen. Du glaubst doch nicht, dass ich alles alleine mache, was? Och, ich hab doch dafür die Plakate fertig gemacht. Einmal komm, muss komm, ich doch mein Junge, auch das mal Leben schlafen. Ist kurz, nur nicht weich werden. Na los, los, komm schon. Ich schlaf so gern. Warum glaubst du, ist New York größer als Craven? Weiß ich nicht. Weil die Leute da viel weniger schlafen. Schau mal, hier geht alles um 9 in die Betten. Wenn Sie nur 2 Stunden länger aufbleiben, dann würden Sie staunen, was Sie alles erreichen können. Ich habe meine größten Erfolge, wenn ich schlafe. So. Ja. Ja. Oh, mein Junge. Komm an. Oh. Nun geh los, mein Junge. Ja. Hey. Ja. Hier. Das auch. Ne? Hier, das auch. Ja. Craywinkler. Craywinkler Lennon. Craywinkler Lennon. Nein. Craywinkler. Craywinkler Lennon. Lennon. Craywinkler. Craywinkler Lennon. Craywinkler. Craywinkler. Craywinkler Lennon. Craywinkler. Craywinklerinnen, ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich sage, dass mit dem heutigen Tage ein Wendepunkt in der Geschichte Craywinkles anbricht. Craywinkler, Craywinklerinnen, ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich sage, dass mit dem heutigen...
Mr. Clark, ich pflege immer zu sagen, ein Anzug muss von innen heraus erfüllt sein. Aber was nutzt es, wenn der Anzug von innen heraus erfüllt ist, wenn er von außen nicht getragen wird? Ein ganzes Jahr lang hat der arme Anzug auf Sie gewartet. Ich hätte ihn natürlich nicht jemand anders geben können. Vom künstlerischen Standpunkt aus eine glatte Unmöglichkeit. Ich pflege immer zu sagen, ein Anzug ist wie eine Jungfrau. Nur der eigene Mann und der Arzt darf ihn anziehen. Ich meine, tragen. Ich kann mich manchmal nicht so ausdrücken. Bin sehr zufrieden, Mr. Lütgen. Was meinen Sie, wenn ich heute Abend in Ihrem Anzug meine Rede halte? Craywinkler, Craywinklerinnen, ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass der heutige Tag einen Wendepunkt bedeutet in der Geschichte Craywinkles. Wir Amerikaner, besonders mein Bruder und ich, wir mögen unsere Fehler haben, wir sind nicht vollkommen. Das ist ja schließlich niemand auf der Welt. Aber eins, glaube ich, sollte man uns nicht absprechen. Wir sind jung, wir haben Courage und Unternehmungsgeist. Und wir möchten gerade den Einwohnern dieser Stadt beweisen, dass sie besser leben könnten als bisher. Wir kamen nach Craywinkle, weil es uns hier so gut gefällt. Es gefällt uns sehr gut. Also, wir kommen nun hierher in euer altes Craywinkle, das wir hoffentlich bald unser Craywinkle nennen dürfen. Und wir haben uns Folgendes ausgedacht. Wir haben uns gesagt, alte Häuser gibt's genug in Europa. Was? Alte Häuser gibt's genug in Europa. Und deshalb wollen wir Ihnen vorschlagen, Ihre schöne alte Stadt auf unsere Weise mit modernem Leben zu erfüllen. Damit machen wir Craywinkle zum großen Vorbild für alle Städte Europas. Aber wir sind Amerikaner, wir denken nicht nur an den kulturellen Fortschritt. Nein, wenn wir drüben uns um die Kultur kümmern, dann erwacht sofort unser Sinn für das Praktische und wir kümmern uns gleich auch ein bisschen ums Geschäft. Und das Geschäft, das wir beide vorhaben, ist eng verbunden mit dem Aufblühen Ihrer Stadt. Mein Bruder und ich haben beschlossen, nicht müde zu werden, in dem Bestreben, Europa aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. Jawohl, sehr richtig. Und nun, meine lieben Craywinkler und Craywinklerinnen, erlauben Sie mir, Ihnen Ihre Stadt vorzuführen. In der alten Form und in der neuen Form. Und wir hoffen, dass Ihnen die neue Form besser gefällt. Jimmy. Ja, ja. Oh. Vorläufig ist es natürlich nur ein Modell, aber wir werden nach Kräften versuchen, es zum Leben zu erwecken. Wir werden alles erklären. Dies hier ist das neue Freilicht- und Autokino. Und das hier ist das neue Warenhaus mit Selbstbedienung. Aber an dem Platz steht doch unsere Apotheke. Ach so. Oh, Verzeihung. Dann werden wir das Warenhaus natürlich woanders hinbauen. Das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Und hier ist das neue Hotel mit Landeplatz für Hubschrauber. Und hier ist die Craywinkler Autobahn mit Tankstellen und alles, was dazugehört. Hm? Selbstverständlich geht das alles nicht von heute auf morgen. Das braucht seine Zeit. Columbus entdeckt Craywinkler. Ganz recht, Mr. Bock. Aber Columbus hätte nur ein Ei auf den Tisch gestellt und wir eine ganze Stadt. Die Stadt der Zukunft. Wir starten erst mit dem wichtigsten Unternehmen der ganzen Stadt. Mit etwas, was drüben niemand entbehren möchte. Und was auch Sie nicht entbehren dürfen. Und wissen Sie, was das ist? Ein Drugstore. Den bauen wir dahin. Oh, entschuldigen Sie bitte. Die Einrichtung für den Drugstore steht schon fix und fertig auf dem Bahnhof. Und zum Schluss, liebe Freunde, möchte ich nicht verheimlichen, dass der wahre Grund für meine Pläne viel tiefer liegt. Der wahre Grund ist meine große Liebe. Meine Liebe zu Craywinkle. Und ich werde dafür sorgen, dass diese Stadt berühmt wird auf der ganzen Welt. Berühmter als Heidelberg oder Salzburg oder München. Die ganze Welt wird Craywinkle nennen. Das junge amerikanische Herz im alten Europa. Ja, im alten Europa das junge amerikanische Herz. Es freut mich, dass Sie das behalten haben. Wissen Sie, Herr Bürgermeister,
Ich habe so das Gefühl, dass ich mit Ihnen hier offener reden kann als gestern in der Versammlung. Sie wissen ja, wir kommen aus Amerika. So. Von wo kommen Sie da eigentlich? Washington. Wir kommen von Washington. Ach, direkt? Ja, direkt. Aus Washington? Naja, das habe ich mir beinahe schon gedacht. Ihre Ideen sind nicht schlecht. Aber Ideen sind nichts, man muss sie auch ausfüllen. Herr Bürgermeister, ich habe Vertrauen zu Ihnen. Sie sind ein moderner Mensch, wohl viel gereist. Natürlich, ja, in Norwegen mit KDF. Womit? Mit ein paar Bekannten. Ist ja auch egal. Der Plan wird aber Geld kosten. Oh, Geld haben wir genug. Allerdings nur Dollars. Das macht nichts. Die nimmt man hier in Europa auch. Nett von Ihnen. Das wird Ihnen doch nicht schwerfallen, denn über die amerikanischen Behörden. Die Behörden möchten wir dabei ganz aus dem Spiel lassen. Wir betrachten uns hier als Privatunternehmen. Was haben wir gesagt, als wir in Washington den Plan besprachen? Wir haben gesagt, die Besatzungsbehörden sind das Letzte. Ja. Sind das Letzte, an das wir uns wenden wollen. An sich dürfen Sie als Devisenausländer hier überhaupt kein Geschäft eröffnen. Es sei denn mit einem deutschen Partner. Wo wollen Sie denn hier den Laden eröffnen? Ich dachte da. Ja. Im alten historischen Rathaus? Das ist ausgeschlossen. Da krieg ich Schwierigkeiten. Aber wie gefällt Ihnen das da? Der Altwarenhändler Wiebel, der wäre als Kompagnon der Richtige. Moin, Wiebel! Was, jetzt kommen Sie? Mitten in der Nacht? Wieso? Es ist 9:30. Seitdem wir die Halunken das Fenster verklebt haben, verschlafe ich immer das Mittagessen. Na ja, da kann man doch wieder abwaschen. Ja, ich will mich erst mal waschen. Wo sollen wir hin mit dem Ramsch? Na, das werden wir alles nach hinten verstauen. Ich bin hier der Hausbesitzer und auch der Bürgermeister. Sie verstehen, ja? Darum habe ich einen kleinen Einfluss auf den Wiebel. Aber aus seiner Wohnung kann ich ihn nicht rausschmeißen. Er ist Zwangsmieter. Ja. Na, vielleicht übernehmen Sie ihn. Kann er nicht bei Ihnen ein bisschen sauber machen? Der soll bei uns sauber machen? Na ja, Sie können ihn ja beschäftigen, wie Sie wollen. Außerdem ist der Wiebel ein Mensch, der auf einen hört. Wiebel! Naja, abends hört er besser. Meine Herren, verstehen Sie mich doch. Ich ebne Ihnen doch den Weg bei den Behörden. Ich stehe hinter Ihnen wie ein Mann. Der Wiebel ist ja nur ein Aushängeschild. Repräsentant nach außen. Na, diesmal scheinen wir ja beide pünktlich zu sein. Dabei haben wir gar keine Verabredung. Wolltest du zu mir? Nein, nur zur Apotheke. Und womit kann die Apotheke dienen? Ich brauche dringend Leukoplast. Vater hat sich in den Finger geschnitten. Oh, einen Augenblick bitte. Warum ist die Susi denn weggelaufen? Ach, was weiß ich. Vielleicht geniert sie sich. Warum denn? Wegen neulich Abend. Ach, sag mal, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Susi sich absichtlich mit zwei Männern gleichzeitig verabredet. Noch dazu am selben Ort. Gegen Eifersucht kann man nichts machen. Aber ich hab doch den Clark. Ach, der Clark. Der kann doch erst recht nichts dafür. Natürlich. Sobald es sich um die beiden Jungen handelt, gleich stehst du da mit gesenkten Hörnern. Die scheinen dir ja mächtig zu imponieren. Tun sie auch. Immerhin stampfen die beiden einen Drugstore aus dem Boden. Ha! Drugstore. Weißt du überhaupt, was das ist? Nein, aber das ist auch ganz egal. Jedenfalls hat der Jimmy gesagt, in 7 Tagen... Guten Tag, Vater Merzheim. Ah, Toni. Ich wollte bloß fragen, was Ihr Finger macht. Mein Finger? Na ja, der, in den Sie sich geschnitten haben. Jetzt behaupte noch, es hätte dir einer erzählt, ich habe dich in den Finger geschnitten. Sag doch, du willst die Susi sprechen. Es ist sowieso an der Zeit, dass du dich bei ihr entschuldigst. Ich? Ich soll mich bei ihr entschuldigen? Wofür? Dafür, dass sie mit dem eingebildeten Kerl herumzieht? Nur weil er ihr imponiert, weil er einen Drugstore aufmacht?
Ich weiß auch nicht, wen du als eingebildeten Kerl bezeichnest. Naja, ich weiß. Der Herr wird bei Merzheim sehr geschätzt. Ich habe da bei Schneider Lütgen ein Foto gesehen von einem Kaffeekränzchen. Das war ja sehr gemütlich. So, jetzt pass mal auf, mein Lieber. Dieses Bild ist nicht das Bild von einem Kaffeekränzchen, sondern von einer Genesungsfeier. Die Susi war schwer krank. Lungenentzündung, Rippenfellentzündung. Damals gab es in ganz Deutschland kein Penicillin. Wer glaubst du, hat es uns dann beschafft? Oder besser gesagt organisiert? Der Kerl. Na und? Wenn er die Susi gern gehabt hat und die Möglichkeit hatte, war es doch nur natürlich. Das war gar nicht so natürlich, denn er hat weder die Susi noch mich gekannt. Er wollte ja eine Spieluhr kaufen. Damals war die Susi schon einen Tag ohne Bewusstsein. Das hat er mir wohl angemerkt. Er hat die Susi gar nicht gekannt? Nein, das war reines Mitgefühl oder Anständigkeit von diesem eingebildeten Kerl. Es ist eine große Ehre, Sie hier zu begrüßen. Sehr freundlich. Wollen Sie bitte eintreten? Danke sehr, danke. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Ah, guten Abend, Herr Pfarrer. Na, wie ist denn, wollen Sie die auch mal probieren? Von diesen Schlankheitskeksen? Na, danke schön. Aus 1 macht 2 heißen diese Kekse. Aha. Sie brauchen nur ein Stückchen davon essen. Nach 3/4 Stunde, da blähen sich dann die Dinger im Bauch auf. Und dann können Sie circa einen halben Tag gar nicht mehr essen. Naja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt schlanker werden muss, Herr Bürgermeister. Aber in diesem Fall wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Danke, danke, Frau. Ja. Die Dinger sind ausgezeichnet. Ich möchte gerne ein Taschentuch. Hier, bitte. Nein, nein, nein. Ich möchte gerne eins kaufen. Verkaufen kann ich das nicht. Ich möchte gerne ein amerikanisches Taschentuch für meine Tochter. Ach, hier, bitte. Ach, Rudolf! Ja? Komm doch mal hier. Hier steht was auf Englisch. Was heißt das? Aha, ja, I love you. Das heißt, ich liebe dich. Ach. Ja, was? Das ist doch eine Hose. Das ist ja ein merkwürdiger Laden. Oh, verzeihung, die Hosen haben sich versehentlich eingeschlichen. 30, 50, 80.000 Gangste. Das schaffst du nie. Aber das muss doch möglich sein. Na? Schon jemand was gewonnen? Ich zahle Ihnen 50 Mark, Herr Pfarrer, wenn Sie das schaffen. Nein, 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 danke schön, danke schön. Vielen Dank. Einen Augenblick, bitte. Herzlich willkommen. Darf ich Sie herumführen? Pfui! Eva, Gertrud! Ja? Ja? Wir gehen. Oh, nein, 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 nein. Rutschen, halt dich zurück. Herr Bürgermeister! Da haben Sie uns ja ein schönes Unternehmen beschert. Verzeihen Sie, Mr. Wagner, darf ich Ihnen noch irgendetwas zeigen? Danke, Mr. Chemie. Ich habe genug gesehen. Guten Abend. Ich bleibe. Wie viel darf ich Ihnen davon einpacken?
Herr Clark, der soll euch Glück bringen. Danke. Hoffentlich gefällt's dir hier. Na, passen Sie mal auf, Herr Wiebel, dass Sie keinen Schnips kriegen. Ein Schnips? Einen Augenblick bitte. Sofort. Hier, ein Schnips. Ja. Moment, Wiebel, das... Der Herr Pfarrer wollte doch Schnipse sehen. Ich doch. Das ist ein Versehen. Verzeihen Sie vielmals, die schicken wir wieder zurück nach Amerika. Aha. Aber wie wär's denn vielleicht hiermit, bitte? Vielleicht das? Guten Abend, Herr Pfarrer. Guten Abend, mein Kind. So. Was ist denn das? Wir bescheren Ihnen einen dritten Arm. Sie brauchen den Hörer nicht zu halten. Aha. Wozu ist denn das? Ja, zum Beispiel, wenn Sie Karten spielen, dann können Sie die Karten in der Hand behalten und trotzdem telefonieren. Das war doch bis jetzt noch ein ungelöstes Problem. So? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich spiele nämlich sehr wenig Karten. Aber wissen Sie, was mir auffällt? Herr Wiebel, Sie haben einen besonders schönen Schlips. Nein, keinen Schlips. Einen Schlips, meine ich. Also, ich danke Ihnen. Es hat mich sehr gefreut, hier alles kennenzulernen. Ich danke für Ihren Besuch. Bitte sehr. Clark, Clark! Hoffentlich sehen wir Sie recht bald wieder, Herr Pfarrer. Ja. Sicher brauche ich bald einen neuen Schlips. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Auf Wiedersehen. Was rechnet ihr denn? Na, das ist ein ganz Schlauer. Der hat nicht mal einen Groschen riskiert. Sagen Sie mal, halten Sie es überhaupt für möglich, dass einer hier 200.000 Punkte macht? Möglich ist das schon. Wahrscheinlich ist ein Trick dabei. Trick? Ja. Na, können Sie mir den nicht verraten? Nein, ich verstehe nur was von Spieluhren. Auf Spielautomaten bin ich weniger spezialisiert. Nee, Männer. Oh, ist ja gar nicht so einfach, das Zeug zu essen. Na nur, sonst gehen Sie doch Ihren Mund immer ganz schön auf. Ja. Hier, das soll sich kaufen, Herr Nachbar. Schön. Das ist eine Traumplatte für Schlaflose. Da werden Sie von einem Filmstar in den Schlaf geflüchtet und dann träumen Sie davon. Schön, sagen Sie. Ist gut, das nehme ich. Ist auch sicher viel gesünder als die euren Schlaftabletten, was? Darf ich die Herrschaften bitten, zur Seite zu treten? Ich zeige Ihnen jetzt unseren neuesten Sensationsartikel. Nummerieren Sie Ihre Füße. Sie lernen in einer Stunde Boogie tanzen. Achtung! Zahnstocher packen die damit hinein. Thank you.
Guten Abend. Ah, guten Abend, Mr. Wagner. Nett, dass Sie kommen. Wir haben Sie heute Abend vermisst. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Wie wär's denn? Darf ich Sie zu einem Drink einladen? Ja, danke. Sehr nett von Ihnen. Ich bin gekommen, um mich bei Ihnen zu bedanken. Bedanken? Wofür denn? Na, dass Sie damals Susi geholfen haben. Sehen Sie, Susi und ich... Sie lieben Susi, ne? Aha. Ja, ich auch. Ich bin 6000 Kilometer gefahren, nur wegen Susi. Ich auch. 6000 Kilometer. Also haben wir beide die gleichen Chancen. Auf Susi? Okay. Nun wollen wir aber endlich schlafen, Liebling. Es war sehr schön. Ein schöner Tag. Träume, Liebling. Du bist ein wunderbarer Mann. Und am schönsten bist du, wenn du schläfst. Ich liebe dich, Darling. Träume süß. Sag mal, wollen wir nicht ein bisschen schlafen zur Abwechslung? Lass mich schlafen. Wir haben es geschafft, Jimmy. Wir haben gewonnen. Und ab morgen wird der Strom nicht mehr abreißen. Morgen, Mr. Darf es irgendetwas sein? Ja. Also, wie war denn das Geschäft? Hm? Ja, sensationell. Einmalig. Ja. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Sag mir, lieber Wiebel, ich verstehe. Der Jubel wollte keinen Anfang nehmen, was? Gratuliere! Sie sind der Erste, der gewonnen hat! 25 Mark! Gratuliere! Macht 50 Mark. Du, haben wir denn noch 50 Mark? Ja. Gestern hatten wir in der Kasse ganze 19 Mark. Und was haben wir heute? 0,0, gar nichts. Hoffentlich wechselt uns einer Dollars. Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister. Würden Sie vielleicht so nett sein und uns Dollars wechseln? Für 50 Mark? Für 75. Wieder 200. Oder 75? Besser 100. Lieber gleich 100. Eins kann ich bezeugen. Dieser Apparat ist kein Schwindel. Auf Wiedersehen, Herr von Eckwitz. Beehren Sie uns bald wieder, Herr von Eckwitz. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Susi. Guten Tag, Tony. Du wolltest sicher meinen Vater sprechen. Ja, ich wollte mal den Finger sehen, in den er sich geschnitten hat. Tut mir leid. Vater ist nicht da. Ich weiß, ich habe ihn eben getroffen. Ach so. Ja, ich wollte was reparieren lassen. Ich habe was kaputt gemacht. Aus Dummheit. Weil ich nicht richtig damit umgehen konnte. Trägst du neuerdings eine Spieluhr? Nein. Ich trage eine sehr ernsthafte Uhr. Die geht doch aber. Aber nicht mehr richtig. Vielleicht liegt das an der Unruhe. Ja, ja. Das glaube ich auch. Vielleicht ist sie zu groß. Sag,
Könntest du mir die Unruhe nicht rausnehmen? Nein, das geht nicht. Die Unruhe ist das Wichtigste an so einer Uhr. Sonst schläft sie ein. Aha. Vielleicht habe ich auch irgendetwas überdreht. Merkwürdig. In Amerika, da war sie ganz in Ordnung. Und jetzt, wo ich hier bin, da muss ich alles kaputt machen. Haben Sie vergoldete Messingknöpfe mit einem Anker darauf? Vergoldete bitte was? Vergoldete Messingknöpfe mit einem Anker darauf. Wozu brauchen Sie die denn? Ja, für einen neuen Sonntagsanzug für einen alten Kapitän zum See. Oh, verzeihen Sie vielmals, ich bin zwar Ausländer, aber heißt es bei Ihnen nicht Captain zur See? Nein, 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 in diesem Falle nicht. Er war nämlich Kapitän auf dem Wannsee, hat doch nur die Rundfahrten gemacht. Oh, jetzt verstehe ich. Ja, tut mir leid, sowas haben wir nicht. Hm. Haben Sie also nicht. Ja, haben Sie denn, Rundschiffchen? Wir sind ja keine Werft. Auch für den Kapitän? Bedauere, in Schiffen sind wir etwas ausverkauft. Ich habe da noch ein kleines U-Boot zum Aufziehen, wenn Sie das vielleicht wollen. Mariner, wie kommen Sie denn darauf? Rundschiff hier für meine Nähmaschine ist ja schließlich nichts Außergewöhnliches für einen Schneider, nicht wahr? Oh nein, natürlich nicht. Aber wir haben gerade gestern das letzte verkauft. Also nicht. So, naja. Ja, hallo, haben Sie wenigstens Seegras? Was? Seegras, für die Matratze. Seegras? Für den Käpt'n zum See, ne? Nein, 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 nein. Ich muss meine Matratze neu auffüllen. Ich habe das Seegras als Rosshaar verarbeitet. Was haben Sie? Ja, verfüttert. What? Ja, verstehen Sie auch nicht. Auch nicht auf Lager. Sieh, aber das da, das würde ich abnehmen. Goodbye. Weißt du, was ich glaube? Hm. Die sitzen jeden Abend im Goldenen Löwen, nur um auszuknobeln, was wir vielleicht nicht haben. Hm. Guten Morgen, wollen Sie bitte eintreten? Nein, danke, ich wollte nur mal fragen. Ja? Haben Sie ein Stopfei? Ein was? Ein Stopfei. Was man in den Strumpf rein tut, zum Stopfen. Ah, ja. Nein, nein. Sehen Sie, wenn in Amerika einer Löcher in den Strümpfen hat, dann kauft er sich ein paar neue und schmeißt die alten weg. Ja, das glaube ich. Weil die da keine Stopfeier haben. Moment! Moment! Ah, wollen Sie wieder Dollars wechseln? Aha. Dann war dieser Reckwitz schon wieder da. Ach nein. Dieser Automatenschreck? Hm? Sehen Sie mal, so mache ich Reklame für Ihre Sachen. Also, sind Sie noch da? Hallo? Ja, ich möchte meinen Bullen anmelden. Na und, was? Ja, lieber Freund, Mann. Wir müssen einen Antrag stellen, ja, und zwar in vierfacher Ausfertigung. Ja. An die Zuchtbullenzentrale. Verstehe ich an wen? Wie Sie was? An die Zuchtbullenzentrale. Oh, Sie sind ein Ochse. Nein, ich Ochse, mein Bulle. Sie verstehen mich nicht. Was ist? Sie verstehen nicht? Also, ich telefoniere hier mit meinem dritten Arm. Aber ich habe natürlich noch mehr zu tun, als nur mit Ihnen zu telefonieren. Ja, aber was ist mit meinem Bullen? Sie sind doch der Bürgermeister. Rückständig sind diese Leute hier. Also jetzt gestattet einem der Fortschritt, beim Essen zu telefonieren und da verstehen einen die Leute nicht. Eigentlich wollte ich Sie nur fragen, ob Sie mit meinen Schlankheitskeks zufrieden sind. Sie wissen, aus eins macht zwei. Ach, großartig. Ich esse ja fast gar nichts mehr. Habe einfach keinen Appetit. Na, sehr schön, Ihr Drugstore. Aber die leicht bekleideten Mädchen stören mich doch etwas. Oh, die haben wir umgetauscht. Ja, ja, jetzt haben wir nur noch Schlipse mit Cowboys und Indianern drauf. So. Wollen Sie sich überzeugen? Na, und was ist mit dieser jungen Dame da? Ach, die?
Ach, das ist doch bloß eine gute Reklame. So? Na, darüber kann man streiten. Schauen Sie, Herr Pfarrer, Sie müssen das verstehen. Sehen Sie, wir machen unsere Reklame immer so. Mhm. Mit hübschen Mädchen verkauft sich alles besser. Davon verstehen wir mehr als Sie, Herr Pfarrer. Wenn wir für Sie Reklame machen, haben Sie immer ein volles Haus. Naja, was den Besuch betrifft, kann es ja meine Kirche mit ihrem Dragstor noch mühelos aufnehmen. Da haben Sie allerdings recht. Trotzdem, Reklame kann nicht schaden. Mhm, die ist immer gut. Ja. Ach, Sie meinen, ich sollte auch so ein Mädchen sowas aufstellen mit einer Tafel. Hier geht's lang zum lieben Gott, was? Essig und Öl. Dann Oliven. Dazu ein bisschen Senf. So. Nun Keks zu verdauen. Und das Ganze. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, was gut ist für 160 Millionen Amerikaner, das muss auch gut sein für 4000 Cravenkel. Oh, Herr Pfarrer, na, das ist ja wunderbar, dass Sie kommen. Da habe ich Gelegenheit, Ihnen eine feine Sache anzubieten. Ach. Herr Pfarrer, wenn ich bitten darf. Bitte schön. Prost, Herr Pfarrer. Prost. Prost, Herr Wiebe. Prost. Wunderbar. Herrlich. Mm. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getrunken. Ich auch noch nicht. Ich finde es furchtbar nett von Ihnen, Herr Pfarrer, dass Sie uns hier öfter besuchen. Sie sind weitaus unser bester Kunde. Wozu kann ich Sie einladen? Mir genügt es, wenn wir uns keine Konkurrenz machen. Wenn Sie zum Beispiel sonntags Ihr Geschäft schließen und in die Kirche kommen wollten? Ja, wissen Sie, wir waren bisher enorm beschäftigt, aber von jetzt an werden wir kommen. Ich wollte, wir hätten so viele Kunden wie Sie, Herr Pfarrer. Sie könnten uns bei der Predigt empfehlen. Nein, das kann ich Ihnen nicht fest versprechen. Oh. Trotzdem, einer von uns wird immer kommen. Der andere muss natürlich hier sein. Sonntags haben wir hier unser Hauptgeschäft. Keine Sorge. Alle Ihre Kunden sind sonntags bei mir. Ja. Du, ich habe eben ausgerechnet. Bis jetzt kostet uns jeder Kunde pro Tag im Durchschnitt 2 Mark. Das ist doch wunderbar. Was? Ja, es ist sehr billig. Wo kriegst du schon einen guten Kunden für 2 Mark? Was? Gute Nacht. Herr Clark. Guten Tag. Was ist los? Ist was passiert? Ich verstehe nicht, warum keiner bei uns kaufen will. Ist ja Sonntag heute, mein Junge. Bei uns ist alle Tage Sonntag. Und immer wieder dieselben Kunden, die nicht kommen. Wird schon werden, wird schon werden. Braucht alles seine Zeit. Zeit braucht es. Dabei könnten die Leute 14,5 Jahre Zeit sparen, wenn sie bei uns kaufen. Was ist das? Also das müssen Sie mir erklären. Ich komme raus. Moment. Jetzt sagen Sie mir, Clark, wie meinen Sie das? Das ist doch furchtbar einfach. In wie viele Geschäfte gehen Sie am Tag? Also da ist mal der Schulz, das ist mein Zigarrenhändler, dann der Hölzel und der Bock und natürlich der Wagner. Und wie viel Zeit verbringen Sie bei jedem? Sagen wir mal 15 Minuten. 15 Minuten. 15 Minuten in 4 Geschäften macht 60 Minuten. Bei mir kaufen Sie alles in 10 Minuten. Haben Sie 50 Minuten gespart. Nehmen Sie 18.000 mal 50 Minuten, macht 14,5 Jahre. 14,5 Jahre? Ja. Was meinen Sie? Na, die sparen Sie doch. Ja, aber was mache ich dann mit den 14,5 Jahren, die ich mir erspart habe? Eine sonderbare Frage. Sie wollen die 14,5 Jahre Ihres Lebens nicht sparen? Und dabei mein einziges Vergnügen aufgeben? Nein. Nein, mein Lieber. Ihre Rechnung stimmt vielleicht auf dem Papier. Aber die Wirklichkeit sieht so aus. Ja? Da ist zum Beispiel der Rudi Wagner. Mit dem bin ich schon zusammen in die Schule gegangen. Vor 45 Jahren. Und seit 45 Jahren gehe ich täglich zu ihm in die Apotheke. Nicht um was zu kaufen, um mich mit ihm zu streiten. Und wenn ich nur 5 Minuten später komme, ruft er mich schon an. Und dann muss ich zum Schulz in den Zigarrenladen. Ich könnte mir natürlich genauso gut meine Zigarren für einen Monat im Voraus kaufen. Aber ich kaufe jeden Tag eine. Denn der Schulz wartet doch schon darauf, dass ich ihm erzähle, was beim Apotheker los war. Na, da muss ich zum Hölzel. Der will wieder wissen, was beim Apotheker und beim Schulz los war. Wenn ich das alles in 10 Minuten machen soll, dann freut mich das ganze Leben nicht mehr. Aber ich habe doch alles genau ausgerechnet.
Die Zahlen stimmen. Ja, mein Lieber. Die Zahlen ändern sich, wenn man älter wird. Solange man jung ist, ist 2 mal 2 4. Aber wenn man lange genug lebt, ist es auch manchmal 5. Ja. Wenn Sie ein bisschen länger leben, kommen Sie schon darauf, was ich meine. Ja. Aber so lange kann ich nicht warten. Ja. Es muss jetzt etwas geschehen. Oh, da! Schwesterchen! Na nun, das ist aber eine Überraschung. Wo seid ihr denn hergekommen? Vom Himmel natürlich. Wo soll denn eine Luftstewardess sonst herkommen? Wir kommen aus Paris und sind vor 2 Stunden in Frankfurt gelandet. Das ist mein Bruder Clark und das ist Florence, meine Freundin. Ich freue mich sehr. Wie geht es euch denn, Clark? Oh, das ist eine lange Geschichte. Kommt lieber erst mal rein. Ich werde euch das in Ruhe erklären. Hübsch ist es hier, Clark, wirklich. Entzückend, wirklich sehr geschmackvoll. Clark, du machst dir den Apparat kaputt. Du merkst aber auch alles. Da bist du denn verrückt geworden? Ich werde dir das später erklären. Guten Morgen, Herr Pfarrer. Guten Morgen, mein Lieber. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Er geht schon wenigstens in die Kirche. Ich sag dir doch, Papa, du schätzt Jimmy vollkommen falsch ein. Lern ihn doch erst einmal kennen. Na schön. Hallo, Herr... Wie heißt du denn? Jimmy. Was? Hunter. Ach so. Hallo, Herr Hunter. Oh, meinen Sie mich? Guten Tag. Guten Tag. Meine Tochter drängt mich so, dass ich ihren Laden noch einmal besuchen soll. Oh, das wäre aber eine sehr große Freude für uns. Also schön, dann stifte ich zur allgemeinen Versöhnung eine Runde. Oh ja, Rudi, eine Runde in der Bar. Gutchen, halt's durch. Aber nichts im Goldenen Löwen erzählen, sonst hält uns der Hölzel für Verräter. Du sag mal, wen wollt ihr denn eigentlich als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl aufstellen? Bis jetzt hat sich noch niemand bereit erklärt. Der Toni. Bereit erklären ist gut. Du wirst aufgestellt, ob du willst oder nicht. Demokratie heißt, dass das geschieht, was einige alte Herren für richtig halten. Jedenfalls bei uns, ne? Oh, yes. Nanu, ihr habt ja geschlossen. Im Augenblick ist es ein besseres Geschäft, unser Geschäft nicht zu öffnen. Wenn Sie das im Interesse unserer Apotheke getan haben, die ja sonntags geöffnet sein muss, dann haben Sie nur korrekt gehandelt, junger Mann. Und Sie brauchen sich gar nicht zu genieren. Oh ja, natürlich, so haben wir es auch gemeint. Ich glaube, ich weiß, warum der geschlossen hat. So? Ach, Sie auch? Wieso Sie auch? Ja, Na, da wollen wir darüber keine Späße machen. Ja. Ich finde sein Verhalten sehr taktvoll und anständig. Sag. So, nun kennt ihr die ganze Geschichte. Nur noch ein Wunder kann uns retten. Da steht ja Jim. Hallo, Jim, komm rein. Der ist wohl auch übergeschnappt. Jetzt hält er auch noch die Tür zu. Breckwitz ist da. Lass ihn noch rein. Olli. Lass dich umarmen, Brüderchen. Und das ist Florence. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Olive, komm. Olive, du musst uns helfen. Hast du ein paar Dollars? Dollars wofür? Für den Bürgermeister. Ah, Mr. Breckwitz, herzlich willkommen. Sieh du, da ist er. Guten Morgen. Damit ist Toni Wagner für die Bürgermeisterwahl einstimmig als Kandidat aufgestellt worden. Er hat die Kandidatur angenommen und wird, wenn es bei der Wahl gut ausgeht, hoffentlich unser neuer Bürgermeister werden. Rudi, unser Toni wird Bürgermeister. Tutchen, halt dich zurück. Ich freue mich ja auch. Er ist zwar noch ein bisschen jung, aber das ist kein Nachteil. Und er kennt Amerika. Und das bedeutet, dass gewisse Persönlichkeiten, die mit ihren Dollars unser Krähwinkel durcheinander bringen wollen, ihm nicht imponieren werden. Ah, glaubt mir, es hat keinen Zweck. Wir haben alles getan, was wir konnten. Es ist einfach unmöglich.
Man kann einen Kunden nicht überzeugen, wenn er nicht kommt. Also ich verstehe nicht. Weil zwei so charmante junge Männer. Die Leute müssten doch erstürmen, der ganze Magazin. Hm? Tja, schön wär's ja. Kinder, ich habe eine wunderbare Idee. Wir werden euch helfen. Na, der fällt in Ohnmacht, der Meier. Ja, wenn er erfährt, wer sein Gegenkandidat ist. Ich möchte aber, bevor die Sache bekannt wird, noch mit Clark Hunter sprechen. Er soll nicht glauben, dass ich die Situation ausnütze. Sehr gut. Ich glaube, es wäre gut, wenn du mitkennst. Toni, da komme ich auch mit. Du? Naja, da gehen wir eben alle. Ja. Ich habe es diesem Herrn, wie heißt er noch, diesem Herrn, Herrn Schimmi, sowieso versprochen, dass er mal in seinen Laden kommen will. Sag mal, was sind das überhaupt für junge Leute? Also, wie man sich erzählt, ja, sollen sie aus einem der vornehmsten Häuser aus Washington stammen. So. Aber er tut so, als ob er von dem Laden leben müsse. Auch Schimmi hat überhaupt so was Rührendes. Trutchen, halt dich zurück. Ja, bitte. Jimmy, schmeiß mal die Hosen rüber. Hier, Anna. Hopp. Danke. Hopp. Merci. Der Laden ist ja zu, aber oben ist noch Licht. Glaubst du, dass man sie jetzt... Ja, was ist denn da los? Na. Rudi! Putin! Halt dich zurück! Voilà. Na, wie gefallen wir euch? Das ist großartig! Das wird eine Sensation! Ja, wie ist denn das möglich? Wer kann denn das nur sein? Das ist Jimmy! Die Herren scheinen sich die Nacht in Gesellschaft von Kokotten um die Ohren zu schlagen. Aber Rudi, wo sollen sie denn den Krehwinkel herkriegen? Also, ich meine, da kann man auch nicht eine Sekunde erlassen. Also, Rudi! Oh, da kommt einer. Uli, geh du zuerst. Ja. Kaffee, Tee, Schokolade. Da, bitte. Kann man das ins Auto bekommen? Jawohl, alles, was Sie wünschen. Wir haben aber alles bei uns. Wir picknicken nachher an einem schönen Platz. Aber wenn Sie uns einen großen Gefallen tun wollen, bitte machen Sie noch mal die Milchflasche warm. Da kommt wieder ein Wagen. Florence, versuch du dein Glück. Kaffee, Tee, Schokolade? Ich möchte gern was Süßes. Süßes? Wie? Haben Sie das mit Schlagsahne? Wie? Vielleicht eine Baiser? Und was ist denn das? Eine Baiser, wie sagt man in Deutsch? Vielleicht eine Kuss? Gut, wir fahren weiter. Fräulein, machen Sie mir doch keine Unannehmlichkeiten. Ich bin Familienvater. Na, Olive, deine großartige Idee mit dem Drive-In-Café wird wohl auch nicht mehr lange leben. Abwarten, es muss sich doch erst herumsprechen. Da kann ich aber nicht drauf warten. Es hat sich ja noch nicht mal rumgesprochen, dass es hier einen Drugstore gibt. Die haben erst erfahren, dass hier vor 200 Jahren eine Apotheke eröffnet wurde. Es ist schon wieder einer da. Kaffee, Tee, Schokolade? Habt ihr einen Eimer? Einer mehr? Ich möchte dem Ochs mal Wasser geben. Wo ist der Besitzer von dem Wagen? Der hat auch gesagt, er geht nach dem goldenen Löwen. Das ist doch ein Amerikaner. Wollte der nicht zum Drugstore? Nein, nicht Drugstore. Ich kann auch verstehen, wenn die Krehwinkler nicht zu uns kommen wollen, aber wenn die Amerikaner jetzt auch noch in den goldenen Löwen gehen... Ah. Ist hier ein Amerikaner bei Ihnen eingekehrt? Ja, da sitzt er. Wer, der? Der da. Verzeihung, wissen Sie, dass wir hier einen amerikanischen Drugstore haben? Ja, ich habe das gesehen. Ich bin auf Urlaub in Europa, weil ich froh bin, dass ich endlich einmal in Ruhe in einem bequemen Stuhl sitzen kann. Wissen Sie, in Amerika, ich gehe jeden Tag in den Drugstore. Das ist sehr praktisch. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich hier in Europa in Ruhe in einem Wirtshaus essen. In Ruhe essen? Was glauben Sie, wie ruhig Sie essen könnten in meinem Drugstore? Da stört Sie Tag und Nacht kein Mensch. Hey, das schmeckt gut. Ah, ich muss unbedingt noch etwas schlanker werden. Gib mir doch alle diese Schlankheitskekse, die ihr da auf Lager habt. Wenn dieser Partner gewinnt, dann ist euer Drugstore erledigt. Das ist wohl klar. Aber jetzt müsst ihr mir helfen. Ihr wisst doch, wie man drüben in Amerika eine Wahl aufzieht. Am Wahltag, da muss hier etwas losgehen, was Krehwinkel noch nicht erlebt hat. Thank you.
Das sind die Aufregungen. Ach Quatsch, das sind diese verdammten Kekse. Jimmy ist ja schon unterwegs und holt Ihnen was aus der Apotheke. Ach, Ruhe, Ruhe, ich bringe Hilfe. Hier, hat jemand einen Teelöffel? Na, ich habe Rizinus, das kann man nicht trinken, das muss man mit einem Teelöffel nehmen. Haben Sie vielleicht einen Teelöffel? Hier, Rizinus, das hilft. Quatsch, gib doch her, das Ding. Wir wollen unseren Meier sehen! Wir wollen unseren Meier sehen! Wir wollen unseren Meier sehen! Meier, Meier, Meier! Oh, Meier! Oh, Meier! Meine lieben Krewinkler! Wundert euch nicht, wenn es mir die Rede verschlingt. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was in mir vorgeht. Ich bin von innen her so bewegt, wie noch nie in meinem Leben. Es überwältigt mich. Aber es hat auch etwas Befreiendes. Ich habe keine Sorge um den Ausgang der Wahl. Denn was hier unten steht und mir sein Vertrauen ausdrückt, das ist der Krähwinkel. Und weshalb genieße ich dieses Vertrauen? Weil ich auch als Bürgermeister immer Mensch geblieben bin. Ein Mensch mit seinen kleinen Schwächen. Ich bin ganz ruhig. Der Mann, der heute Abend zum Bürgermeister gewählt wird, der heißt Toni Wagner. Vorsitz! Mein lieber Toni Wagner, du bist gestern zum Bürgermeister von Krähwinkel gewählt worden. Ja. Und es ist nun der Wunsch deiner Wähler, dass du die Geschicke unserer Stadt echt krähwinklerisch im besten Sinne lenken wirst. Ja. Wir hoffen, dass dann manches verschwinden wird. Sehr richtig. Ja, was nicht gerade zur Verschönerung unseres Stadtbildes beigetragen hat. Ihr wollt also wirklich fort? Ja, meine Maschine geht in 4 Stunden. Und Florence fährt mit dem Auto weiter. Und wo fahren Sie hin? Nach Paris. Paris? Ah, ich wollte, ich wäre auch in Paris. Oh, Sie gehören auch viel besser nach Paris als nach Krähwinkel. Glauben Sie wirklich? Warum? Weil Sie mit Ihrer unruhigen Erz und mit Ihrer Großstadt-Tempo, die gehören nicht in eine kleine Krähwinkel. Ja, vielleicht haben Sie recht. Schauen Sie, als ich hierher gekommen bin, hatte ich mir so viel erträumt. Erfolg, die geliebte Frau. Ich wollte mich hier zur Ruhe setzen und glücklich sein. Zur Ruhe setzen? Glauben Sie mir, Monty, Sie haben eine, wie soll ich sagen, eine Wolkenkratzer-Seele. Wenn Sie haben Ruhe, Sie werden sein so nervös. Aber wenn Sie haben Aufregung, Sie werden sein so glücklich. Oh, Sie sind direkt geboren für Paris. Sollen Sie mal zum Bürgermeister kommen? Ich werde dringend. Ja, darauf habe ich gewartet. Kaum ist der Bürgermeister, schon geht der Knatsch los. Bitte wartet hier, bis ich wiederkomme. Ja, aber wir müssen doch in einer halben Stunde los. Wer weiß, vielleicht jagt er uns aus der Stadt und wir kommen gleich mit. Komm, Jimmy. Meine Herren, es freut mich, als erste Amtshandlung Ihnen etwas Angenehmes mitteilen zu können. Sie hatten, oder vielmehr, Herr Wiebel hatte bei meiner Vorgänger einige Anträge gestellt. Und heute sind von der Regierung in Neustadt die Dokumente gekommen. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Sie haben, trotz gewisser Bedenken der Regierung, die kleine Schankkonzession, die Lizenz zur Aufstellung eines automatischen Lichtspielapparates, die Erlaubnis, einen Spielautomaten aufzustellen, unter gewissen Bedingungen allerdings nur, ferner Drogerieartikel und so weiter und so weiter. Naja, mit einem Wort, es ist alles genehmigt. Danke, sehr liebenswürdig von Ihnen und wir freuen uns sehr. Aber ich fürchte, es kommt ein bisschen spät. Wir schließen nämlich unseren Drugstore. Aber wir heben es uns auf zum Andenken. Und was ist das hier? Gesamtsumme der Gebühren und Kosten 1.408. Sollen wir das bezahlen? Sie oder Ihre Firma? Der alte Bibel wird es wohl nicht bezahlen. Das haben Sie sich ja sehr fein ausgedacht. Wenn das Ihre Auffassung von Fair Play ist, dann können Sie mir sehr leid tun. Aber verlassen Sie sich drauf. Ich werde dafür sorgen, dass die ganze Stadt erfährt, was Sie für einen Bürgermeister gewählt hat. Er hat sich doch nur hinter die Behörden gesteckt, um mich zu ruinieren. Clark, bevor du weiterredest, glaub mir, Toni würde nie jemanden schaden. Natürlich musst du ihn in Schutz nehmen. Ihr seid eben alle gegen mich. Du auch.
Was habe ich denn gewollt? Doch nur das Beste für alle. Und für mich auch natürlich. Ich weiß, Clark, du hast es gut gemeint. Und ich hab dich auch sehr gern. Aber... Ich verstehe es nicht. Alles, was ich hier tun wollte, ging schief. Schau mal, Clark. Immer sprichst du davon, was du alles machen willst. Na ja, und? Unsere Krähwinkler wolltest du glücklich machen. Und auch die Krähwinklerinnen. Ja, aber wenn man jemanden eben glücklich machen will, dann muss man doch erst wissen, was er braucht. Hast du die Menschen jemals gefragt, was sie sich wünschen? Geht mal, Kinder! Ich komme schon nach! Und was wünschst du dir? Ich möchte gerne so leben, wie ich immer gelebt habe. Hier, in meiner Heimat. Mit meinem Vater. Mit den Menschen hier. Und mit einem Mann, der mich kennt und versteht und von dem ich weiß, dass wir dieselben Wünsche haben, dieselben Hoffnungen. Du liebst Tony? Ja, klar. Schau, du brauchst jemand ganz anderen als mich. Ich glaube, ich werde dich nie vergessen. Schau, du brauchst eine Frau, die in deiner Welt lebt. Und die wirst du finden. Jedenfalls halte ich es seit gestern nicht für ganz hoffnungslos. Seit gestern? Wieso? Die beiden Mädchen, die bei euch wohnen, sind wohl eure Schwestern. Du wirst lachen, es sind meine Schwestern. Zum Teil. Wieso zum Teil? Eine davon ist meine Schwester. Und die andere? Florence? Mhm. Oh, die hat meine Schwester mitgebracht, das ist ihre Freundin. Mit der habe ich doch nichts. Das ist aber schade. Ich habe sie gestern gesehen, sie hat mir sehr gefallen. Wirklich? Mhm. Ja, Clark. Goodbye, Mrs. Wagner. Na, und was wollen Sie jetzt tun? Ich weiß nicht. Das Dumme ist nur, dass all unser Geld in diesem Drugstore steckt. Übrigens, ich wollte Sie noch um etwas bitten. Ja? Sie müssen ein gutes Wort einlegen für mich. Bei Susi? Oh, nein. Bei Ihrem Herrn Vater. Für Sie? Nein, für meinen Bruder. Ich möchte nicht eher abreisen, bis alles klar ist für Eva und Jimmy. Ich muss doch wenigstens einen Erfolg haben. In Ordnung. Dann müssen Sie mir aber auch einen Gefallen tun. In den Jahren, in denen ich drüben war, da musste ich doch von irgendetwas leben. Und ich habe ganz gut gelebt. Ich habe mir ein kleines Geschäft aufgebaut und nun habe ich niemanden, der sich darum kümmert. Wollen Sie das für mich machen? Was für ein Geschäft ist das denn? Ein Drugstore. Und was wird aus meinem Drugstore? Den übernehme ich. Die Rechnung auch? Okay. Eva, bitte, gib mir ein Beruhigungsmittel. Streng dich nicht an, Jimmy, es ist niemand hier, wir sind allein. Na, dann brauche ich eine doppelstarke Dosis. Was für eins willst du denn? Dasselbe, das du immer brauchst. Ich brauche nie Beruhigungsmittel. So, wenn du nie eins gebraucht hast, dann brauchst du es jetzt, du. Ha? Also hör mal zu. Clark und ich, wir sind nur arme Teufel. Das Geld, das wir zusammenkratzen konnten, steckt alles in diesem Drugstore. Oh. Eva, diese Lösung müssen wir noch mal... Evchen, halt dich zurück. Thank you.
Wollen die etwa aus der Kirche austreten? Nee. Verreisen wollen sie, verdammt eilig verreisen, und nun rennen sie wieder. Mein lieber Clark, dir ist bestimmt inzwischen einiges klar geworden. Die wollen nicht beim Boogie Woogie einkaufen. Die wollen keine Krawatten mit nackten Elefanten. Die wollen überhaupt keine Drugstores. Mach dir nichts draus, Clark. Unverbesserliche Krähwinkler mit ihrer Gemütlichkeit. Na, nun lauf doch nicht so schnell, Clark. Lass dir lieber was Neues einfallen. Hast ja meistens gute Ideen. Goodbye, Clark. Goodbye. Der kommt ja wieder raus. Na, nun sagen Sie mal, auch noch mit Koffern und so. Will denn der doch in Krähwinkel bleiben? Ah, Florence. Er steigt ein, sie fahren ab. Aber seien wir ehrlich, das war vielmehr ihre als seine Idee. Goodbye, Clark. Goodbye, goodbye.